Das halbe Schuljahr bis zu den Sommerferien verging irgendwie rasend schnell. Erst regnete es viel, dann schneite es noch einmal, wieder Regen. In dieser Zeit verbrachte Sam viel in der Bibliothek mit Hermine, Ginny, Harry und Angelina beim Lernen. Sie liebte es einfach, neue Zauber zu lernen. Und sie erlebte ihr erstes richtiges Quidditch-Match, was sie unglaublich feierte. Draco saß sie im Unterricht nur noch von weitem. Seitdem Snape ihnen die Partnerarbeit aufgebrummt hatte, hielt er sich von ihr fern und machte sie auch nicht mehr dumm an. Das Einzige, was sie mitbekam, war, wenn er Harry oder Hermine ein paar dumme Sprüche nachrief. Sie hörte von den anderen öfters, wenn er wohl wieder ein paar Erstklässler geärgert hatte. Und grinste meistens nur kopfschüttelnd, wenn sie dann erfuhr, wie er zähneknirschend hinter Professor McGonagall hergedackelt war zum Nachsitzen. Über Draco konnte sie manchmal nur lächeln, was die anderen dann, wenn sie es mitbekamen, mit einem irritierten Blick quittierten. Doch sie war viel zu beschäftigt mit Lernen und damit mit ihren Freunden nach Hogsmeade zu gehen, um sich besonders viele Gedanken um Draco Malfoy machen zu können. Dafür hatte sie nun wirklich keine Zeit. Als es wärmer wurde, saß sie das erste Mal seit langem mal wieder auf einem Besen, nachdem sie sich von Fred und George und Angelina dazu hatte überreden lassen, zum Spaß eine Runde Quidditch zu spielen. Seitdem trainierte sie mit den dreien öfters draußen, wann immer sie Zeit hatte, und Fred und George lobten sie, dass sie immer besser wurde. Du solltest dich nächstes Jahr auf jeden Fall unserem Team bewerben, meinte George grinsend. Dann kamen die Sommerferien und ihr erster Abschied von Hogwarts. Sam hätte nicht gedacht, dass das große alte Schloss ihr so ins Herz wachsen würde. Sie verabschiedete sich mit herzlichen Umarmungen von Fred und George Weasley, die sie beide beinahe zerquetschten, und sagten, sie müsse sie unbedingt im Fuchsbau besuchen kommen. Die ersten Tage verbrachte Sam noch damit, Hausaufgaben für die Schule zu machen, und den Stoff, nur im Theoretischen natürlich, ihren Zauberstab benutzte sie selbstverständlich außerhalb der Schule nicht, zu wiederholen. Snape sah sie so gut wie gar nicht, und nach der langen Zeit in Hogwarts, wo sie fast nie allein gewesen war, fühlte sie sich in dem großen, dunklen Haus sehr einsam. Sie fragte sich manchmal, wo Snape wohl so viel war. Wenn er nach Hause kam, blickte er meist sehr finster drein und sprach kaum ein Wort mit ihr. Meist lief er mit einer angestrengten Falte zwischen den buschigen Augenbrauen herum. Er verhielt sich seltsam, zumindest kam es Sam so vor. Seit sie ihn in der Schule als Lehrer hatte, hatten sie sich irgendwie voneinander entfernt, und sie traute sich auch nicht, ihn zu fragen. Sie las viel oben in ihrem Zimmer, doch irgendwann hielt sie es nicht mehr aus, ging zu Snape und fragte ihn, ob sie ihre Freunde besuchen dürfe. Er meinte nur, dass er es mit Sicherheit nicht verbieten würde, auch wenn er wenig begeistert reinblickte, als er erfuhr, dass es um die Weasleys ging. Trotzdem sagte er, dass er sie zum Fuchsbau bringen würde. Er erzählte ihr von einer Quidditch-Meisterschaft, zu der seines Wissens nach auch die Weasleys gehen würden, und dass er sie am Ende der Ferien zu ihnen bringen könne, so dass sie anschließend gleich mit ihnen zusammen nach Hogwarts kommen könne. Sam war unglaublich aufgeregt, zu diesem Quidditch-Spiel zu dürfen. Allerdings war es noch so lange bis dahin. Fred und George schrieben, beziehungsweise vor allem George schrieb ihr, regelmäßig Briefe, die von einer Eule gebracht wurden, die jedes Mal gegen ihr Fenster flog und ihr mit dem Schlag fast einen Herzinfarkt bescherte. Er erzählte ihr von vielen neuen Ideen für Nasch- und Schwänzleckereien und schickte ihr einmal auch ein paar Kostproben mit, die sie jedoch lieber nicht anrührte. Die Ferien kamen ihr so unglaublich lang vor, und sie freute sich riesig, als Snape sie endlich in den Fuchsbau brachte. Auch, weil er sie nur kurz ablieferte, die Eltern von Fred und George höflich, doch ohne Lächeln begrüßte und sich dann mit den Worten von ihr verabschiedete, dass sie sich dann in Hogwarts sehen würden. Molly und Arthur Weasley begrüßten sie mehr als herzlich, und auch Ginny, Hermine und Harry umarmten sie zur Begrüßung. Die beiden letzteren waren ebenfalls für das Quidditch-Spiel da. Hey, na, wenn das nicht unsere hübsche Sam ist, ertönte Freds heitere Stimme von den Treppen, und er sprang, gefolgt von seinem Bruder George, herunter, um Sam in eine innige Umarmung zu ziehen und ihr anschließend durch die Haare zu wuscheln. Bist du kleiner geworden oder sind wir größer geworden? Fragte George mit einem Grinsen und schloss sie ebenfalls in seine Arme. Sam musterte die beiden kritisch, die tatsächlich etwas größer geworden schienen. Und muskulöser. Das hatte sie beim Umarmen gespürt.
Ich glaube, ihr seid größer geworden, stellte sie dann lachend fest. Ich glaube auch. Fred verschränkte belustigt die Arme und stieß seinen Bruder mit dem Ellenbogen an. Was glaubst du? Wie viele Kollapskekse würden uns hier reinpassen, bevor sie platzt? George tat so, als müsste er überlegen. Keine Ahnung. Probieren wir es doch einfach aus. Mit einem Satz sprang er vor und versuchte Sam zu packen. Diese stieß ein lautes Quietschen aus und flüchtete zu Hermine und Ginny ins Esszimmer. Hermine beobachtete kopfschüttelnd, wie Sam von den Zwillingen verfolgt um den Tisch rannte, bis sie schließlich von ihnen geschnappt, von George wie ein Sack Kartoffeln über die Schulter geworfen und ins Wohnzimmer getragen wurde. Albern, hörte sie Hermine noch aus der Küche sagen, ehe Sam sich wild zappelnd auf dem Sofa wiederfand, wo sie von den beiden Zwillingen durchgekitzelt wurde. Als Molly sie zum Mittagessen rief, hatten sie alle drei hochrote Köpfe und zerzauste Haare. Es war schon spät am Abend, und Sam vermutete, dass bereits alle schliefen, da sie am nächsten Morgen früh aufbrechen mussten zur Quidditch-Weltmeisterschaft. Leise, um niemanden zu wecken, schlich sie die Treppen nach oben. Sie war bis eben noch spazieren gewesen und hatte die warme Nachtluft auf den nackten Armen genossen. Sie schnappte sich ihre Zahnbürste und Zahnpasta aus dem Koffer in dem Zimmer, in dem sie untergebracht war. Es war eigentlich Percys Zimmer, doch dieser war nicht da, also hatte man sie dort untergebracht. Dann huschte sie zum Bad. Sie öffnete die Tür und hob überrascht schützend die Hand vors Gesicht, als das helle Licht sie blendete. Ihr fielen vor Schreck Zahnbürste und Zahnpasta aus der Hand, als sie sah, dass bereits jemand in dem kleinen Badezimmer war. Jemand mit flammend rotem Haar und Sommersprossen. Und ohne T-Shirt. Jemand Großes, der nur eine blau-weiß gestreifte Pyjamahose trug und sich ein weißes Handtuch über die Schulter geworfen hatte, während er sich die Zähne putzte. Sein Haar war noch nass und es roch nach frischem Duschgel. Es war Fred, der sie genauso überrascht und überrumpelt ansah, wie sie ihn. Oh mein Gott, Entschuldigung! Sam machte auf dem Absatz kehrt und wollte zurück in ihr Zimmer laufen, auch wenn sie in diesem Moment keine Ahnung mehr hatte, wo das war. Sie wollte einfach nur irgendwo anders hin und der peinlichen Situation entfliehen. Jedoch, wegen des davor grellen Lichtes aus dem Badezimmer, sah sie nun in der Dunkelheit gar nichts mehr und rannte mit voller Wucht gegen ein Regal, einen Schrank oder irgendetwas Hartes jedenfalls, was an der Wand stand. Fluchend rieb sie sich das schmerzende Schienbein, schwankte einen Moment auf einem Bein, stolperte erneut gegen etwas und warf dieses Etwas auch um, was dann mit einem lauten Scheppern und Rumpeln umfiel. Sam erstarrte und hoffte inständig, dass sie niemand geweckt hatte. »Ist alles okay?« fragte eine Stimme belustigt hinter ihr und so dicht an ihrem Ohr, dass sie einen kleinen Schreckensschrei gerade noch unterdrücken konnte. Eine warme Hand legte sich auf ihre Schulter und als sie sich umdrehte, sah sie sich mit ihrem Gesicht nur Zentimeter von einer nackten Brust entfernt. Sie spürte, wie ihr die Hitze in die Wangen stieg, was Fred, der direkt vor ihr stand, hoffentlich in der Dunkelheit, die allerdings wegen des Lichtes aus der offenen Badezimmertür nicht mehr ganz so dunkel war, nicht sehen konnte. Er sah besorgt auf sie hinunter, seine warme Hand lag immer noch auf ihrem Arm. Er roch nach frischen Orangen, Kiefer und ein bisschen nach Schießpulver. Ihr Blick wanderte langsam von seinen besorgt dreinblickenden, goldbraunen Augen über seine nackte Brust zu seinen Bauchmuskeln. Meine Güte! Rasch trat sie etwas zurück, und Freds warme Hand verschwand von ihrer Schulter und hinterließ eine plötzliche, unangenehme Kälte. Ja klar, mir geht's gut, stotterte Sam und wusste gar nicht, wo sie hinblicken sollte. Aus irgendeinem Grund drohte diese Situation extrem komisch zu werden. Ihre Wangen waren heiß, in ihrem Bauch kribbelte es und ihre Hände waren so feucht wie damals, als sie vor einem halben Jahr das erste Mal die große Halle von Hogwarts betreten hatte. Du kannst ruhig ins Bad, ich bin eh gleich fertig, meinte Fred freundlich und sah sie mit einem sanften Blick an, der sie sehr irritierte. So ruhig kannte sie Fred gar nicht. Sie kannte ihn als rebellischen und ständig witzereißenden Fred, bei dem man nie wusste, was er als nächstes anstellte. Doch dieser Blick, mit dem er sie ansah, der Unterton in seiner Stimme. Okay, sagte Sam rasch. Oh, und hier. Das hast du vorhin vergessen, als du so eilig hattest, von meiner unwiderstehlichen Schönheit zu flüchten, grinste Fred und gab ihr ihre Zahnbürste und Zahnpasta zurück, die sie vorhin hatte fallen lassen. Sam wurde noch röter im Gesicht und ließ rasch ihre Haare davor fallen.
Rasch huschte sie, ein Dankeschön murmelt, an ihm vorbei ins Badezimmer, bereute dies jedoch, als Fred Weasley ihr daraufhin folgte und sich mit einem schelmischen Grinsen auf den Lippen in den Türrahmen lehnte. In dem Licht und der Position konnte Sam aus dem Augenwinkel seine definierten Muskeln nur zu deutlich erkennen, und sie zwang sich gezielt ruhig, den Verschluss ihrer Zahncreme zu öffnen und Zahnpasta auf ihre Zahnbürste zu portionieren. Fred grinste im Hintergrund, als wüsste er nur zu genau, welche Wirkung auf sie hatte, und rubbelte sich dann gelassen mit dem Handtuch durch die Haare. Danach waren sie wild zerzaust und er sah unglaublich süß aus. Und sexy. Nein, was dachte sie denn da? Sam begann sich ihre Zähne zu putzen und versuchte, irgendwo anders hinzuschauen, nur nicht zu Fred Weasley. Also dann, gute Nacht, bis morgen. Fred warf das Handtuch in den Wäschekorb neben der Tür und zwinkerte ihr noch einmal zu, ehe er das Bad verließ, um in sein Zimmer zu gehen. Sams »Gute Nacht« kam nur als ein unverständliches Nuscheln und zusammen mit einer Menge von Zahnpastaschaum aus ihrem Mund, was Fred zum Glück nicht mehr sehen konnte. Sobald sie hörte, wie sich seine Zimmertür schloss, atmete sie erleichtert auf und stützte sich auf den Rand des Waschbeckens. Ihr Blick huschte zu ihrem Spiegelbild, und sie war entsetzt, wie rot ihre Wangen im Zusammenhang mit ihren heftig leuchtenden Augen aussahen.